So, einen wunderschönen guten Abend an alle hier. Wir sind, ja, doch, wunderbar. Uwe, ich bin zu verstehen, oder? Jawohl, laut und deutlich. Das ist schön. Wunderprächtig, finde ich gut. Die Frage ist, ob du verstehst, was ich erzähle. Wir hören dich, aber verstehen dich nicht. Gut, okay. Also, ich habe mich entschieden, heute Abend mal wieder live zu gehen und über ein bestimmtes Thema zu sprechen, komme ich gleich dazu. Hinter mir liegen gerade ein paar sehr interessante Tage. Ich habe letzte Vorbereitung getroffen. Also ich war jetzt eine Woche unten auf dem Balkan, habe ziemlich gearbeitet da unten, dass der Platz so einigermaßen begehbar wird und alles seinen Gang gehen kann. Wasserversorgung gelegt, etc. pp. Also das waren wirklich 4, 5 Tage jetzt im Außeneinsatz und das hat richtig gut getan, muss ich sagen. Einfach mal draußen in der Natur, dann Säge in der Hand und zimmern bis zum geht nicht mehr, Material besorgen, rumfahren und so weiter und so fort. Zwischendrin noch Kontakt mit den Einheimischen da unten, verschiedenste Sachen noch geklärt. War eine sehr, sehr spannende Woche, vor allem weil wir einen Haufen Leute kennenlernen durften. Und ich darf sagen, da unten läuft eigentlich genau das Gleiche wie hier, nur mit einem großen Unterschied. Es ist wesentlich langsamer. Wesentlich langsamer. Hier kommt man ja mit dem Wahnsinn gar nicht mehr hinterher. Also wenn du hier 2 Stunden nicht mal Mainstream reinguckst, um zu wissen, was du up to date bleibst, dann fehlt ja schon irgendwie wieder der Zusammenhang von dem, was gestern war. Jetzt momentan haben wir Sylt. Wir haben Festzelte, Schützenvereine mit verschiedensten Parolen. Hochinteressante Geschichte, die hier gerade abläuft. Vor allem, je mehr man es unter den Deckel kriegen möchte, umso lauter wird es. Auch spannend. Ja, das sind sehr, sehr merkwürdige Energien gerade unterwegs. Ich weiß nicht, man kann das eigentlich alles gar nicht mehr so richtig ernst nehmen. Ich habe knapp 1600 Kilometer jetzt hinter mir. Ich bin am Samstag. Freitag zurückgefahren, heute Morgen dann nach Leipzig. War ein bisschen anstrengend, die paar Tage. Vielleicht hast du das wahrgenommen, Alexandra, kann durchaus sein. Ziemlich kaputt. Ja, also ich merke es auch in den Knochen, wirklich, war wirklich anstrengend. Ich muss aber sagen, ich bin in diesen paar Tagen jetzt wieder auch mit meiner Synchronizität konfrontiert worden. Ich habe so viele 1-4-Zahlen gesehen, ich kann die gar nicht mehr zählen, ganz ehrlich. Das ist so viel gewesen. Täglichst, ja, und das ist immer wieder so ein Zeichen, wenn man mit so einer Synchronizität zu tun hat, wenn man dann Rückmeldungen aus einem Kanal kriegt, sofern man das Bewusstsein dafür hat, dass man sich doch so ein bisschen auf der richtigen Straße wähnen kann, auf der man sich gerade befindet. Und das ist einfach auf der einen Seite ein sehr, sehr gutes Gefühl, auf der anderen Seite, ja, denkst du immer wieder, das kann doch alles nicht wahr sein. Und da und da und da und da. Und Sachen, die mir da aufgefallen sind, also Beispiel, wenn du runterfährst nach Slavonski Brod, dann ist die 14. Abfahrt die nach Bosnien. Dann kommst du dort auf die M14, das ist die Landstraße. Dann die M14.1 ist die Abzweigung von der Landstraße. Das ist so dermaßen krass. Das ist mir alles jetzt diese Woche erstmal so wieder richtig bewusst geworden, was da eigentlich am Laufen ist. Und ich kann sagen, also ich freue mich auf auf die nächsten 14 Tage, wenn es dann da unten losgeht. Und da wird eine sehr, sehr gute Energie frei werden, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und hier nochmal, ein paar Plätze haben wir noch, also wer noch kurz entschlossen sagen möchte, ich gehe mit, gerne bei uns melden, wenn noch Fragen sind dazu, dann ruhig uns anschreiben. Das ist aber nicht das Thema heute Abend. Ich habe da unten ja einen Kontaktmann und mit dem habe ich einen sehr, sehr langen Austausch gehabt. Das ist also auch ein Mensch, der die Welt aus seinen Augen betrachtet und sich da relativ wenig verbiegt bei dem, was andere da vorgeben, sondern einfach er hat seine Wahrnehmung. Und da gab es einen wunderbaren Austausch. Und da bin ich auf ein Wort gestoßen, das lohnt sich, das ein bisschen näher anzugucken, weil du kannst von diesem Begriff aus tatsächlich ableiten, was du bist. So möchte ich es mal sagen. Oder was du eigentlich machst. Und das Wort, um was es geht, das ist das Schenken. Ich möchte über das Schenken sprechen. Und wenn ich jetzt diesen Begriff nehme, dieses Schenken, dann fällt dem einen vielleicht Weihnachten ein. Ja, da sind wir alle am Geschenke kaufen, am Geschenke machen, am Geschenke produzieren. Die Kleinen haben Geschenke unterm Weihnachtsbaum. Wir schenken uns immer wieder auch verschiedenste Dinge, wenn es uns gerade danach ist. Das kenne ich so.
Aber das Schenken ist etwas, das geht in eine völlig, also da gibt es noch eine Richtung dabei, die ist gar nicht so richtig in meiner Wahrnehmung gewesen. Das Wort Schenken kommt tatsächlich vom Mundschenk. Also das ist derjenige gewesen, der früher das Getränk eingeschenkt hat, also der Wirt, wenn man so möchte. Das war der Mundschenk. Der hat dir im Prinzip das Getränk in dein Glas eingeschenkt. Ja? Da ist das Schenken drin, im Einschenken. Da ist Einschenken drin, ja. Schenken. Aha. Und es bezieht sich ausschließlich auf die Flüssigkeit. Also es hat nie was mit dem Essen zu tun. Das Essen wird nicht ausgeschenkt. Ja? Es ist das Trinken, was ausgeschenkt wird. Das ist die Flüssigkeit, die ausgeschenkt wird. Und allein dieser Umstand, der hat schon wieder etwas mit uns zu tun, weil wir ja selbst körperlich auch zu einer sehr, sehr großen Prozentzahl aus Flüssigkeit bestehen. Und das Einschenken von Flüssigkeit, die uns dann zugeführt wird, ist ein Ausdruck, der eigentlich schon wieder ganz direkt was mit dem Leben zu tun hat. Also da sind Dinge da drin, die erklären dir einfach, wie der Mensch so ein Stück weit funktioniert. Ja? Und da ist das Schenken ein wesentlicher Begriff. Und ich meine jetzt damit nicht, dass man das einfach umsonst macht. Der Mundschenk hat mit Sicherheit auch etwas dafür verlangt, in irgendeiner Form, wenn er dir eingeschenkt hat. Ja? Und Udo Jürgens hat bei Schenk nochmal ein im griechischen Wein mit Sicherheit auch dem Wirt einen Gefallen getan, als er gesagt hat, ich will den Wein nicht umsonst haben. Ja? Aber das Einschenken und Schenken an sich hat mit etwas zu tun, was wir ständig tun. Weil wir schenken nicht nur uns das Leben ein, sondern das Schenken geht auch in einen Bereich hinein, der etwas mit Aufmerksamkeit zu tun hat. Weil Aufmerksamkeit wird auch geschenkt. Du schenkst Aufmerksamkeit. Du gibst sie nicht. Du schenkst sie. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das ist etwas, das ist mir aufgefallen, weil es dort eben einen Austausch gab und da kam mir der Gedanke, ja, die Aufmerksamkeit wird ja geschenkt. Du kannst Aufmerksamkeit nicht fordern. Ja? Das muss etwas sein, was du jemandem gibst in dem Moment, wo du dein Interesse auf den Menschen lenkst und dann auch sagst, dem schenke ich die Aufmerksamkeit. Und die Aufmerksamkeit zu schenken, das ist ein Tun, was wir tagtäglich tatsächlich auch leben, weil der Tag geht nie rum, ohne dass wir irgendwohin unsere Aufmerksamkeit hinschenken. So möchte ich das mal sagen. Das heißt, etwas passiert am Tag, du bekommst vielleicht eine Information, du bekommst vielleicht in irgendeiner Form eine Nachricht oder du triffst irgendjemand und zack ist deine Aufmerksamkeit dort und dann schenkst du die Aufmerksamkeit eben auf das Thema. Und das, was du schenkst, da steckt nicht diese, wie soll ich sagen, ja, es gibt diesen Schenkungskult, den gibt es ja an Weihnachten, dass man sagt, naja, ich schenke dir was, du schenkst mir was und in irgendeiner Form muss da so eine Art materieller Ausgleich hergestellt werden, ja. Das ist aber bei dem Schenken nicht drin, weil das Schenken der Aufmerksamkeit ist etwas, das kommt von uns ganz automatisch. Das ist etwas, was wir ganz automatisch machen. Und je nachdem, wie wir gepolt sind, je nachdem, wie unser Leben verlaufen ist, je nachdem, was uns wichtig ist, dann schenken wir die Aufmerksamkeit eben auch auf diese Elemente. Und ich habe ein wirklich krasses Erlebnis gehabt auf der Rückfahrt. Und da ging es tatsächlich darum, nach links oder nach rechts sozusagen. Es ging darum, mache ich das oder mache ich das? Und in mir drin war eine Stimme, die eigentlich keine richtige Stimme war. Es war etwas wie so ein ganz leises Flüstern, so möchte ich es mal nennen, verbunden mit einem Bild. Und dieses Flüstern und dieses Bild hat mir etwas gegeben, darauf ist auch meine Aufmerksamkeit gegangen, aber ich habe dem Ganzen keine Priorität gegeben. Das heißt, ich habe zwar die Aufmerksamkeit gehabt, aber das Geschenk, was ich gemacht habe, war nicht in meiner Wertigkeit, dass ich gesagt habe, naja, ist nicht so wichtig. Und dann ist tatsächlich etwas passiert, was nicht passiert wäre, wäre ich da lang gegangen. Und das ist hochinteressant. Und das ist eigentlich auch das, worüber ich in diesem neuen Seminar, was wir haben, in der Wege zur Quelle sprechen möchte, weil ich glaube, dass es daran liegt, dass wir mit so viel Stimmen, mit so viel Elementen, mit so viel Informationen so zu sind, dass wir gar nicht mehr so richtig realisieren, was unsere Aufmerksamkeit verdient hat. Also, was hat es denn verdient, dass wir ein Geschenk machen? Wir nehmen das so als
ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also wir nehmen das als so selbstverständlich hin, als wäre es ein Ding in irgendeiner Form, was keine Beachtung braucht. Aber genau das ist der Punkt, weil die Dinge kommen nicht ohne Grund in einem hoch. Und diese Informationen kriegst du auch nicht ohne Grund. Und das Hinhören, worüber ich auch schon gesprochen habe, hat natürlich auch was damit zu tun, ob du dem, was du hörst, dann auch die Aufmerksamkeit eben schenkst. Und das Schenken, das ist etwas ganz Edles. Das ist etwas, was man macht, wenn man zum Beispiel, ich weiß nicht, wenn du einen Partner hast und du bist mit dem Partner zusammen, dann schenkst du ihm ja auch etwas. Du schenkst ihm deine Lebenszeit, du schenkst ihm einen Teil deiner Lebenszeit im Sinne der Tätigkeit im Haushalt, was auch immer. Das sind alles Geschenke, das sind alles Geschenke, die wir tun. Und man möchte natürlich schon in irgendeiner Form haben, dass das Geschenk gewürdigt wird. In irgendeiner Form. Nicht in der Form, dass man sagt, ich brauche jetzt ungefähr ein Danke dafür, aber so eine Würdigung in irgendeiner Form, eine Art Rückmeldung, dass das, was man tut oder das, was man gemacht hat oder die Aufmerksamkeit, die man bestimmten Dingen gegeben hat, eben einen Wert hat. Und genau das ist das, was in dieser Gesellschaft gerade, denke ich, kaputt geht. Wenn ihr jetzt die Nachrichtenlage anguckt, dann braucht ihr eigentlich nur eins und eins zusammenzählen. Weil worauf oder anders gesagt, welche Aufmerksamkeit wird welchen Dingen geschenkt? Und welche Nachricht wird dann herausgegeben? Und dann musst du dich fragen, ist das ein Geschenk, was aus der Tiefe eines Herzens kommen kann? Oder ist es ein Geschenk, was du machst, um in irgendeine Gegenleistung zu kommen? Und wenn du in dieses Gegenleistungsprinzip reinkommst, dann ist es eigentlich kein Geschenk mehr, sondern es ist etwas, was dir gegeben wird und du hast es zu nehmen. Das fängt bei den Gedanken an, wenn Schlagzeilen da sind, dass das eben Kacke ist und das ist Scheiße und das soll man nicht tun und das ist eklig und alles, was ich gehört habe, dann sollst du das als Geschenk annehmen. Und das, was wir da als Geschenk angeboten bekommen, das kannst du nicht mehr würdigen. Es ist unter aller Sau, so möchte ich das mal sagen. Unter aller Sau. Unsere Einzigartigkeit, das, was wir sind, das, was wir uns schenken, hat etwas damit zu tun, wie gut wir in uns drin diese Elemente wahrnehmen können, die Aufmerksamkeit darauf richten können, ob das, was dir da gesendet wird in irgendeiner Form, mitgeteilt wird, übermittelt wird, was immer du für ein Wort dafür benutzen möchtest, ob das deine Aufmerksamkeit bekommt. Und je mehr wir darauf achten, unsere Aufmerksamkeit darauf zu schenken, was in uns ist, umso einfacher und umso leichter lebt sich das Leben. Und das ist die Erfahrung, die ich in den letzten 6 Tagen ganz intensiv machen durfte. Das, was wir da unten machen, wenn wir da hinfahren, wir werden genau über diese Themen sprechen. Wir werden genau das in uns drin mal hochholen. Wir werden darauf die Aufmerksamkeit richten. Dann werden wir schenken lernen. Das gehört dazu. Das Schenken muss wieder gelernt werden. Das, was da draußen abgeht, ist so viel Information, dass du gar nicht mehr weißt, worauf du deine Aufmerksamkeit richten sollst, worauf du sie schenken sollst. Das weißt du als, das weiß man bei bestimmten Themen mittlerweile nicht mehr. Du weißt nicht mehr, wo oben, wo unten ist. Und bei dem ganzen Wahnsinn, der da draußen rauskommt, ist alles da, bloß keine Richtung. Ich weiß nicht mehr, was die da oben wollen. Tut mir leid, ich kann es nicht nachvollziehen. Das, was ich aber sehe, ist, dass bestimmte Wertigkeiten eben gelebt werden. Und genau das ist das, was die Menschen gerade merken. Das ist das, was gerade gefühlt wird. Und das Gefühl versucht, einen Ausdruck zu bekommen. Und dann entstehen solche Sachen. Das ist für mich ganz logisch. Und die Nachrichtenlage, all das, was da draußen abgeht, ist nur dazu da, um dich von dem abzulenken, was in dir funktioniert, was in dir funktioniert, auf was du deine Aufmerksamkeit schenkst. Frieden ist ein Ausdruck, den ich gerade nicht höre. Ich höre ihn nirgends. Nirgends. Ich höre nur, da müssen wir Waffen einsetzen, da müssen Soldaten hin, da muss das gemacht werden, da muss das gemacht werden und da muss das gemacht werden. Und nichts von dem, was gemacht werden soll, trägt nur im Ansatz die Idee einer Harmonie oder die Idee eines Friedens in sich. Nichts davon. Es ist einfach nicht mehr Gegenstand irgendeiner Nachricht. Und das gibt mir zu denken. Und der Mensch ist so gepolt, dass er mit seinem Bewusstsein
auf die Dinge schaut, die ihm gegeben werden. Ist die Aufmerksamkeit draußen, dann schenkst du die Aufmerksamkeit nach draußen. Ist die Aufmerksamkeit innen, schenkst du die Aufmerksamkeit nach innen. Und wie oft hörst du hin? Wie oft gibst du deinem Geschenk die Würdigung? Wie oft gibst du dir selbst damit die Würdigung, das zu glauben, was du in dir selber spürst, siehst, hörst oder auch irgendwie anders mitgeteilt bekommst? Das, was wir da machen in 14 Tagen, soll ein Geschenk werden. Es soll ein Geschenk werden, nicht in der Form, dass wir es in eine Schleife verpacken mit tollem Papier. Es soll ein Geschenk werden in Form eines Impulses, in Form eines fühlbaren Impulses, in Form einer Nachricht, die das Innere des Menschen so erreicht, dass er die Aufmerksamkeit dem schenken kann, was friedvoll, was friedlich in ihm ist. Und das ist aus meiner Sicht das, um was es letztendlich geht. Schenken ist etwas, das machen wir den ganzen lieben langen Tag. Wir schenken von morgens an, wenn wir wach werden, uns selbst die Aufmerksamkeit. Wir stehen vor dem Spiegel, schauen uns an, machen uns fertig, ziehen irgendwas an, dann schenken wir die Aufmerksamkeit auf uns im Außen. Wir schenken die Aufmerksamkeit vielleicht auch auf den Traum, den wir gerade noch so im Nachklang haben. Wir schenken die Aufmerksamkeit vielleicht auch auf das, was gerade in der Familie passiert. Wir sind dann ganz eindeutig in genau diesem Zustand. Nur wir würdigen es nicht. Wir würdigen es nicht als das, was es tatsächlich ist. Wenn du Kinder hast, dann wollen sie Aufmerksamkeit haben. Und dann ist die Aufgabe, die du hast, die Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn du mit einem Partner zusammen bist und er will die Aufmerksamkeit fordern, dann ist das kein Geschenk. Und dann wird diese Beziehung auch keine Beziehung sein. Sie wird eine Bedrückung sein. Das Schenken ist etwas, das kommt aus dem tiefsten Innern. Und es hat etwas mit, ich nenne das Wort jetzt mal, es hat etwas mit Liebe zu tun. Die Liebe in der Form des Gebens. Wir haben das mit diesem Tun umsonst, um für ein So schon besprochen. Da ist das Schenken auch drin. Damit man es tut, um einen Zustand zu erreichen, der in Harmonie ist oder im Ausgleich ist. Das Würdigen ist es. Das Würdigen der Schenkung. Es ist schon interessant, dass das Schenken auch beim Finanzamt eine ganz hohe Rolle, große Rolle spielt. Schenkungssteuer, Erbschaftssteuer. Schenken darfst du nicht alles. Ja. Das Schenken ist ein elementarer Vorgang. Es ist ein elementarer Vorgang des Lebens. Ein elementarer Vorgang deines Lebens. Die Würdigung deiner Gedanken verdienen deine Aufmerksamkeit. Und das ist das größte Geschenk, was du dir selbst machen kannst. Ich wähne mich manchmal in den Gedanken, dass ich feststelle, dass das, was in mir da so brodelt und da durchläuft da oben, dieser ganze Gedankenwirrwarr, den man den ganzen Tag da hat, da poppen dann doch mal irgendwelche Nachrichten hoch, wo ich dann drauf schaue und dann feststelle, wow, was war das? Wo kommt das her? Wie ich es gerade gesagt habe, mit den Synchronizitäten. Es ist so, als ob meine Augen diese 1,4 auf dem Auto schon selber machen. Ja? Manchmal habe ich den Eindruck, die Autobahnschilder, die ich sehe, wenn ich auf der Autobahn bin und dann feststelle, dass Salzburg noch 144 Kilometer weg ist oder bis Stuttgart auf dem Rückweg sind es nur 140 Kilometer. Oder du fährst hier bei Leipzig die Abfahrt 14 ab. Kein Scheiß, wenn du auf der A9 unterwegs bist, ja? Wo du dann ein kurzes Stück auf der 14 noch fahren musst oder auf der 4. All das habe ich manchmal den Eindruck, dass das erst entsteht, wenn ich das anschaue und diese 14 entdecke. Vielleicht sieht ein anderer bis Berlin 180 Kilometer. Ich weiß es nicht. Aber ich sehe diese Zahlen. Ich bin tatsächlich in einer Bäckerei gewesen. Ja, das ist die Bäckerei M14, die an der M14 in Bosnien tatsächlich steht. Die heißt dann auch noch so. Ich sitze da drin und schaue auf den Parkplatz. Da stehen drei Autos nebeneinander. Das eine hat 414 auf der Autonummer gehabt, das andere 4411 und das dritte, was daneben stand, hatte irgendwie ganz außen 4 und in der Mitte noch 101 irgendwie stehen. Total krass. Und ich denke, das gibt es doch alles nicht. Du sitzt dann da und denkst, das gibt es alles nicht. Und ich bin zurückgefahren, ohne Scheiß, und ich bin um 4:14 Uhr von der Autobahn runter und stand an dieser Ampel und musste eine Entscheidung treffen. Das sind alles Dinge, die kommen, wenn du die Aufmerksamkeit darauf richtest, dann wird das ein Gegenstand, ein Bestandteil deines Lebens sein. Und wenn du die Aufmerksamkeit darauf schenkst, dann gehen daraus Felder auf, die
ermöglichen dir einfach ein Fortkommen. Aber ein Fortkommen in einer anderen Form. Nicht ein Fortkommen im Sinne der Planung, im Sinne des Umsetzens von 1 nach 2, dann nach 3, dann nach 4, sondern ein Fortkommen im absolut akausalen Bereich. Und dieser akausale Bereich, der ist so dermaßen krass, wenn ich das mal so formulieren darf, so dermaßen krass, weil er eben genau das nicht macht, was wir sonst in unserem Leben getan haben. Dass wir einen Plan gemacht haben für bestimmte Dinge, dass wir gesagt haben, heute mache ich das und das und das und das und dann das und das und das und das und das und das, wie du es eben in der Schule auch gelernt hast, wo man dir klar gemacht hat, du musst um 7:45 Uhr in der Schule sein, dann hast du 45 Minuten Unterricht, dann 5 Minuten Pause, dann hast du nochmal eine 45 Minuten, dann sind 15 Minuten Hochpause, kannst du dein Fest bereitschmeißen, bis zum Mittag muss es dir dann reichen. Und zur Toilette fragst du bitte den Lehrer. Also alles in einer Normierung drin ist, wo man sagt, es geht nur um einen Ablauf in irgendeiner Form und du musst dich da in irgendeiner Form reinpressen lassen. Und genau das ist das Problem. Das Problem ist, dass durch diese gesamten Institutionen, die da draußen angetreten sind, um euch in irgendeiner Form ein Leben zu ermöglichen innerhalb dieses wundervollen Deutschlands, was wir da haben, dass das Akausale nicht mehr zum Zug kommt. Es soll nicht zum Zug kommen. Du sollst dich nicht würdigen. Du sollst die Gedanken, die du selber hast, diese emotionalen Bewusstseinssprünge, die du machst, das, was in dir hochkommt, das, was in irgendeiner Form mit dir kommuniziert, das sollst du nicht würdigen. Du sollst da kein Geschenk machen. Wie ist das, wenn man etwas schenkt? Wie ist das, wenn man etwas schenkt? Was macht man dann? Die meisten, die ich kenne, machen in dem Moment, wo sie etwas schenken, sich erstmal Gedanken. Dann geht es darum, das Geschenk in irgendeine Form zu bringen. Es geht darum, dass es eine schöne Verpackung kriegt. Es soll eine schöne, ja, man kann so tolle Sachen machen damit. Ja. Künstlerisch sich kreativ da ein bisschen ausleben, ist bei den meisten schon der Ansatz, wenn sie ein Geschenk machen. Und warum tun sie das? Warum machen die Menschen das? Warum das? Weil das Geschenk in der Form erstmal gewürdigt wird. Es soll ja etwas Besonderes sein. Immer dann, wenn wir etwas schenken, was wir materiell in irgendeiner Form nach draußen geben, dann gibst du das ja nicht so raus, hey, hier, das habe ich hier für dich, da, mach damit, was du willst. Tust du ja nicht, sondern du machst dir daraus etwas Feierliches, etwas, was in irgendeiner Form einen Wert haben soll. Es geht gar nicht so sehr um das Geschenk, sondern es geht also bei mir ist es so, es geht um das Drumherum. Ja? Und dieser ganze Akt des Geschenks, der ganze Akt des Schenkens, so möchte ich mal sagen, da bringst du so ganz automatisch eine gewisse Würdigung ja rein. Und jeder, der vielleicht mal zurückdenkt, wie das so an Weihnachten ablief, ja, was die Mama und der Papa da gemacht haben oder auch man selbst als Mama und Papa dann gemacht hat, dann hat man diese Geschenke verpackt und hat sie schön unter den Weihnachtsbaum gestellt und hat in irgendeiner Form eine feierliche Atmosphäre geschaffen, in irgendeiner Form. Da geht es aber nicht um das Geschenk, es geht um die Wirkung, um das Würdigen. Und genau das ist das, was uns fehlt, was wir nicht mehr haben, weil wir diese Geschenke uns selbst nicht mehr machen. Wir würdigen nicht. Wir würdigen nicht das, was in uns tatsächlich hochpoppt. Wir würdigen nicht das, was mit uns kommunizieren möchte. Und ich kann an der Stelle immer nur noch mal sagen, wir sind angeschlossen an all das da draußen. Wir kommen aus einem natürlichen Prozess und sind mit unserem Körper an die Natur angeschlossen. Und diese Natur, die kommuniziert mit uns über Wege, die uns vielleicht mit unserem Verstand gar nicht erklärbar sind. Ich habe lange überlegt, wie ich das erklären soll, was da in meinem Kopf abgegangen ist. Und das war so eine mehrschichtige Geschichte, weil ich da einfach ein Gefühl hatte, ein Bild, noch eine Flüsterstimme dazu, wo ich dann gedacht habe, und dann bin ich doch erst links gefahren, ich habe es nicht gewürdigt. Genau das ist das, um was es geht. Und wie oft überfahren wir uns mit dieser Nichtwürdigung denn eigentlich selbst? Ja? Wo man hinterher dann auch noch denken, da hat man noch so ein blödes Gefühl hinterher irgendwie, wo man dann denkt, hätte ich doch nur mal auf das gehört, verdammt nochmal. Hätte ich es gewürdigt. Und exakt das Gleiche hast du, wenn du das Geschenk nicht würdevoll übergeben hast. Weil du kriegst ja die Reaktion dann auch. Ist das so? Genau so ist das. Weil wenn du es nicht würdigst, das Geschenk, und es einfach so über den Tisch schiebst, und das habe ich für dich, da, hier, da, nimmst, da ist da nichts dabei. Dann ist da kein Wert drin. Es ist keine Energie da drin, die das Ganze irgendwie so hochholt, ja, so zu einem Highlight macht irgendwie. Dann, wenn das weg ist, dann ist das kein Geschenk. Wenn es nicht dabei ist. Und genau dieses Highlight heißt Hochlicht, dieses hohe Licht in uns drin, ja,
wenn da irgendwas kommt, das hat Würdigung verdient. Und diese Würdigung, die sollte man eben dann zurückgeben. Das ist kein Danke, was ich meine. Ich meine nicht das Danke damit. Ich meine es würdigen. Es würdigen. Wenn ihr ein Geschenk macht und der andere würdigt es nicht, ihr habt euch so eine Riesenarbeit gemacht, da ist eine, was weiß ich, tolle Schleife drauf, ein tolles Papier, es ist ein mordsteures Ding gewesen, keine Ahnung, es ist völlig egal. Aber wenn es der andere nicht würdigt, wenn der andere Part es nicht würdigt, wie fühlst du dich dann? Wie fühlt sich das an? Das ist jedem von uns schon mal passiert. Das ist kein schönes Gefühl, weil du genau weißt, jetzt habe ich so eine Arbeit da reingesteckt, ich habe das so toll gemacht. Du selbst denkst das und der andere kann es nicht schätzen. Genauso gehen wir mit uns um. Genau das machen wir mit uns. Wir schätzen es nicht, wir würdigen es nicht. Wir lassen es nicht wirken. Und das hat mich jetzt am Samstagmorgen um 4:14 Uhr erschreckt. Ich habe mich über mich selber, war ich erschrocken, weil ich gedacht habe, verdammt nochmal, verdammt nochmal, warum habe ich nicht? Warum nicht? Was fehlt mir, dass ich diese Würdigung höher ziehen kann? Was fehlt denn, damit man das, was man da bekommt, in die Wertigkeit bringt, dass man es so würdigen kann, dass man sagen kann, jetzt setze ich das um, was ich gerade kriege. Und ich möchte sagen, das passiert mir nicht mehr so oft. Aber eben in dem Moment ist es passiert. Und der Moment war wichtig. Also was fehlt? Und das, was fehlt, das ist eigentlich ganz einfach. Es hat einfach mit dir selber zu tun. Es hat mit dir selber zu tun. Das, was in dir hochkommt, kommt nicht ohne Grund. Es kommt, weil es kommen soll. Es kommt, weil es jetzt in dem Moment gerade so ist, dass du diese Informationen kriegen sollst. Das kann alles Mögliche sein. Irgendwie kriegst du vielleicht irgendwie einen Lichtblitz oder ein Gefühl oder wirst aus irgendeinem Grund gerade nass gespritzt, aus irgendeinem Grund, damit du nicht da lang gehst, sondern da lang. Das sind alles so Kleinigkeiten, die im Fügungsprozess der Erde, im Fügungsprozess der Natur, im Fügungsprozess der gesamten Harmonie, die durch unser Leben ja dargestellt wird, nicht ohne Grund entstehen. Und das Würdigen ist genau das, um was es geht. Dieses Würdigen, die Würde da reinbringen. Es zu etwas machen, dass es etwas bedeutet, dass es etwas Wichtiges ist, dass es etwas ist, was in irgendeiner Form so eine Strahlkraft kriegt, dass dich nichts und niemand mehr von diesem Gedanken wegbringen kann. Und komischerweise ist der Einzige, der mich von dem Gedanken wegbringen kann, ich selbst. Jetzt warum? Warum hat der Verstand in irgendeiner Form so eine Macht, dass er dir mit ein paar Sätzen so irgendwie sagen kann, ach was, nix, fahr da lang, nicht da lang, da bist du schneller, da geht's einfacher, bla bla, und das andere wäre einfach ein bisschen langsamer gewesen, okay. Aber woran liegt das? Und das liegt ganz einfach auch an der eigenen Kommunikation, es liegt daran, diesen Momenten, diesen Millisekunden die Würdigung zu geben, die sie benötigen, damit sie wirken können. Weil wenn wir das nicht tun, dann war das Geschenk nutzlos. Etwas kommuniziert. Das bist nicht du, was da kommuniziert. Da kommuniziert etwas ganz anderes mit dir. Das, was da kommuniziert, das ist nicht etwas, was du in deinem Kopf bastelst, sondern das ist etwas, was in dir plötzlich kommt. Du hast etwas empfangen. Dieses Empfangen, das kommt aus einer völlig anderen Ebene. Das kommt nicht aus deiner Logik, es kommt nicht aus deinem Ratio, es kommt nicht aus deinem Bewusstsein, es kommt irgendwoher, wo dafür gesorgt wird, dass das als Information zu diesem Zeitpunkt, in dieser Sekunde, in dein Leben eintreten soll. Und dann würdigst du es nicht. Wo wäre diese Welt, wo wäre diese Gesellschaft, wenn der Mensch zu 100%, ich glaube, das ist der Punkt, zu 100% diese Würdigung leben würde? Wie würde das Leben aussehen? Was hätten wir alles anders gemacht, wenn wir mal zurückdenken? Wo wären wir anders abgebogen? Was wäre entstanden, wenn?
wir das Geschenk gewürdigt hätten, wenn wir Aufmerksamkeit geschenkt hätten auf genau diese Elemente. Wo wären wir dann? Was wäre anders? Was wäre anders gelaufen? Könnte man sich in irgendeiner Form vielleicht sogar dieses anders irgendwie vorstellen und sagen, da wäre das gewesen oder das oder das? Und dann in die Bewertung zu gehen, zu sagen, das ist gut so, wie es gerade ist. Oder fehlt vielleicht doch noch etwas? Vielleicht sollte ich doch noch ein paar Schritte zurück und doch diese Abzweigung nehmen. Das könnte man tun. Schöpfung heißt Kommunikation. Am Anfang war das Wort. Und das Wort braucht nicht unbedingt einen Buchstaben. Es braucht nicht unbedingt einen Satz. Das Wort steht symbolisch für Kommunikation. Und die Schöpfung bedeutet nichts anderes als ein groß angelegtes Kommunikationsmodell. Ein Kommunikationsmodell, was auf verschiedensten Ebenen mit uns in Kontakt tritt. Und das muss so sein. Das, was da kommuniziert, ist etwas, was aus einer Kraft kommt, die alles andere als negativ ist. Sie ist dazu da, dein Leben in irgendeiner Form so weiterzubringen, dass es für dich passend, richtig und ja, sicher, gefahrlos, würdevoll ist. Das ist das. Und die Aufmerksamkeit darauf zu richten, die Aufmerksamkeit zu schenken, ist das, worum es geht. Es gibt Menschen, die werden, ja, das sind zum Beispiel Narzissten. Ja. Narzissten harren auf Aufmerksamkeit. Die möchten Aufmerksamkeit haben. Die tun alles dafür, damit die Aufmerksamkeit auf sie gelenkt wird, dass ihr Aufmerksamkeit ihnen schenkt. Das macht ein Narzisst. Der will die Aufmerksamkeit von dir haben. Wenn der die nicht kriegt, dann entsteht ein Prozess, der ist nicht positiv. Aber es ist letztendlich das. Es geht immer ums Schenken. Und das Schenken ist etwas, das hat was mit einer Freiwilligkeit aus deinem Geist zu tun. Es hat damit was zu tun, ob du die Aufmerksamkeit schenken willst oder auch nicht. Das ist ein Prozess, der so mehrschichtig und so wichtig aus meiner Sicht, dass man sagen müsste, Schenken ist etwas, das hat auf der einen Seite etwas damit zu tun, ob du bereit bist zu schenken. Und auf der anderen Seite hat es was damit zu tun, ob derjenige bereit ist, das Schenken zu würdigen. Und wenn in dieser Wechselwirkung etwas nicht passt, dann macht Schenken keinen Sinn. Dann macht Schenken keinen Sinn. Dann wird der schenkt, niemals das zurückbekommen, was aus seinem Geschenk entsteht, nämlich das Würdevolle. Das kommt nicht zurück. Und schaut euch doch mal den Staat an. Wo kommt denn da etwas Würdevolles zurück? Wo kommt denn da in irgendeiner Form für jegliche Art von Geschenk, die du gemacht hast, etwas zurück? Wo? Und durch was? Durch ein Steuergeschenk von 2-3%, weil man sagt, naja, wir senken da ein paar Beiträge, damit wir es da wieder reinholen, doppelt und dreifach. Kennen wir doch das Spiel. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen und gesagt, ich weiß nicht, ich kann machen, was ich will, egal mit wem ich rede. Ich kenne keinen mehr, der nichts mehr zu meckern hat. Das ist das, was ich meine. Hört euch mal um. Das ist überall. Quer durch die Gesellschaft. Jeder hat was zu meckern. Jeden kotzt irgendwas an. Und da merkst du doch, dass genau das nicht mehr funktioniert, was eigentlich die Voraussetzung dafür ist, dass eine gute Beziehung entsteht. Und die gute Beziehung, die entsteht immer durch das Schenken und durch das Würdigen des Geschenks. Genau das ist es. Es geht hin und her. Im Außen mit einem anderen Menschen, im Innen mit dir und dem, was dir geschenkt wird. Ich möchte gar nicht so weit gehen und sagen, naja, sonst kommst du ja in den Bereich der multiplen Persönlichkeit. Ja? Vielleicht kommen daher die 72 Geschlechter, ich weiß es nicht. Dass du sagst, naja, morgen schenke ich meiner Frau, ich meine damit mich selbst, dann Aufmerksamkeit. Ja, so in der Art. Nee, das meine ich nicht. Das, was da kommt, hat keinen Körper. Das, was da kommuniziert, ist einfach nur Energie.
Und es kommt in der Form, dass du es verstehen kannst drüber. Die Frage, was du darin siehst, wie du es würdigst, das ist das, was du in der Macht hast. Und es geht ums Schenken. Gott schenkt und du musst würdigen, wenn du etwas geschenkt bekommst. Das ist alles, was du tun musst. Das ist die Aufgabe. Und dieser Prozess, dieser Wechselwirkung in uns, diesen Prozess auch im Außenleben, ist eigentlich ganz einfach. Es ist eigentlich ganz einfach. Weil in dem Moment, wo du Aufmerksamkeit schenkst, hast du sofort ein Messinstrument, ob der andere würdigt oder nicht. Und wenn er nicht würdigt, dann hast du immer die Wahl. Und daran kannst du es messen. Du kannst es messen. Du kannst es messen, ob derjenige dann dir die Aufmerksamkeit zurückschenkt. Ob er dir die Würdigung des Geschenks zurückgibt. Und mach dir klar, diese Sekunde, auch diese Stunde heute Abend, die hast du nur einmal. Deine Lebenszeit bestimmt sich tatsächlich durch deine Aufmerksamkeit. Auf was richtest du deine Aufmerksamkeit? Worauf schenkst du? Worauf? Mit wem? Mit was bist du in der Verbindung des Schenkens? Und ist die Würdigung annehmbar? Oder lässt sie zu wünschen übrig. Und daran kannst du es festmachen. In dir selber wird sich wahrscheinlich das Gleiche abspielen. Und das ist das, was man dann sagt, man geht in Resonanz, diese hermetischen Prinzipien, ja, wie im Innen, so im Außen. Wenn du im Innen nicht würdigst, wirst du im Außen nicht gewürdigt. Ganz einfach. Und wenn du deiner Stimme keine Würdigung gibst, deinen Impulsen keine Würdigung gibst, dann wirst du keine Würdigung von außen erfahren, weil du nicht weißt, wie es geht. Du weißt nicht, wie es sich anfühlt. Du musst beides können. Du musst beides können. Deswegen hast du diesen Mechanismus in dir drin. Das Schenken bringt beide Energien zusammen. Das Geschenk selbst und das Würdigen des Geschenks. Ganz einfach. Eine Würdigung könnte etwas sein, wie zum Beispiel, hey, ist aber nett, dass du an mich gedacht hast. Du hast mir heute eine Nachricht geschickt. Ich habe jetzt vielleicht mal 2, 3 Tage später geantwortet, aber da wurde mir Aufmerksamkeit geschenkt. Und das ist mein Problem, dass ich manchmal den Menschen nicht mehr hinterherkomme, weil ich so viele Nachrichten habe. Und ich müsste eigentlich allen die Aufmerksamkeit schenken. Da stoße ich an eine Grenze. Und das wird für den Einzelnen dann schwierig, weil er sagt, naja, dem habe ich jetzt schon die 5. E-Mail geschrieben, der hat immer noch nicht geantwortet. Deswegen sage ich schon im Vorfeld, bitte nicht böse sein, wenn es nicht so schnell geht. Aber rein theoretisch würdige ich nicht. Das ist tatsächlich so. Und darüber muss ich mir auch im Klaren sein. Und das geht jedem wahrscheinlich so ein bisschen. Wie oft habt ihr schon eine Textnachricht bekommen von einem Menschen, der euch irgendwas gefragt hat und ihr habt nur gedacht, jetzt nicht. Passt gerade nicht. Nee, geht nicht. Und dem anderen war es vielleicht wichtig. Versteht ihr, was ich meine? Der kommt ja aus seiner Welt und er will dir ein Geschenk machen. Er schenkt dir gerade eine Aufmerksamkeit in irgendeiner Form. Vielleicht braucht er eine Antwort oder er will dir einfach nur was mitteilen. Und du schenkst, jetzt geht es gerade gar nicht. Ich habe gerade gar keine Zeit für das. Und dann passiert es vielleicht noch, dass du es vergisst. Dass du es dann sagst, hätte ich noch irgendwie noch auf die lange Bank schiebst. Ah ja, ich wollte ja noch, aber nee, machen wir später heute nicht mehr. Ich bin zu müde. Und morgen gleich das nächste Theater, das nächste Theater, das nächste Thema. Und zack, 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 sind 4, 5 Tage rum. Der andere hat plötzlich so einen Hals auf dich und du kannst es dir gar nicht richtig erklären, weil du nicht gewürdigt hast. Ganz einfach. Berechtigterweise. Er hat dir ja ein Geschenk gemacht. Und nochmal, wie fühlt sich das an, wenn du das alles in so ein Schleifchen verpackst in irgendeiner Form mit einem tollen Papier und du schiebst es über den Tisch rüber und sagst, da, mein Schatz, das habe ich für dich gemacht. Und er sagt nur, naja, toll. Dann ist keine Würdigung da. Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich scheiße an. Richtig scheiße fühlt sich das an. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist es fast dasselbe Gefühl, wenn du deinen eigenen Impulsen auch keine Aufmerksamkeit schenkst. Das ist fast das Gleiche. Und das ist die Erfahrung, die ich in den letzten 6, 8 Tagen jetzt machen durfte. Und ich finde es wirklich bemerkenswert, das möchte ich mal an der Stelle sagen, dass ich dieses Erlebnis haben durfte. Und das Aufmerksamkeit schenken.
Da habe ich meine Tochter beobachtet jetzt diese letzte Woche und da habe ich immer einen Affentanz dafür geführt, weil sie immer irgendwie wollte, dass ich sie angucke, dass ich die Aufmerksamkeit hinschicke. Und das ist das Kindliche. Ja? Und Kinder haben das, die brauchen das. Das Würdigen ist ganz wichtig, dass man ihnen klar macht, hey, du bist da, wunderbar, ich nehme dich wahr und du kommunizierst das in der Form. Das ist das, so funktioniert die Erziehung, so funktioniert die Verbindung. Das hat alles was mit Schenken zu tun. Und im Prinzip bist du in dem Moment tatsächlich der Mundschenk, weil du ihm dem Kind die Würdigung einflößt in dem Moment. Das ist doch das, was wir tun. Und dadurch kriegt es die Wertigkeit. Und dann kommt das Würdigen auch zurück mit einer unsagbaren Leichtigkeit. Ein Lachen, ein Kinderlachen, die Augen dazu und der Tag ist für mich schon, weiß Gott wo, in irgendwelchen Sphären. Das ist Schenken. Und es fängt mit dem Schenken an. Die Aufmerksamkeit ist genau das, um was es letztendlich geht. Das Schenken, was weiß ich, der Postkarte oder des Briefs oder dem spielt keine Rolle. Es geht um das Drumherum. Um das Drumherum der Würdigung. Machst du es zum besonderen Geschenk, dann willst du, dass es gewürdigt wird. Das ist ganz einfach. Wie viel Würdigung gibst du deinen Gedanken? Wie viel Würdigung gibst du deinen Gefühlen? Wie viel Würdigung deinen Impulsen? Wie viel Würdigung deinen Gedanken, die in dir unerklärbarerweise hochkommen und die verdammte Aufgabe haben, dir einen Impuls zu geben, damit dein Leben funktioniert? Und das ist nicht der Job von Olaf Scholz, sondern es ist dein Job. Das ist Leben. Leben bedeutet, in sich hineinzuhören, um diese Impulse in die Würdigung zu führen. Und in dem Moment, wo du diese Aufmerksamkeit aufmachst, sie schenkst, und es ist umsonst, du schenkst es, du wirst es zurückbekommen. In einer fulminanten Art und Weise, kann ich an der Stelle nur sagen. Da werden Dinge passieren, die hast du nicht erwartet, aber sie werden positiv sein. Das kann ich an der Stelle ganz klar sagen. Sowas von positiv, dass du denkst, das kann alles nicht wahr sein. Und dann hast du auch die Möglichkeit zu sagen, wenn du dann irgendwann mal so alt und grau mit 88 auf einem Stuhl, oh, jetzt habe ich die Zahl gesagt, um Gottes Willen, 89, dann irgendwie da irgendwo auf dem Schaukelstuhl sitzen, dein Enkel kommt und fragt, wie ist denn dein Leben so gelaufen, mein lieber Opa? Dann kann ich nur sagen, hast du 3 Wochen Zeit? Dann fange ich an zu erzählen. Übertrieben dargestellt. Aber letztendlich ist es, weil diese Momente sind es, die den Wert einer Erinnerung würdigen können. Was ist es, was in euch drin die Erinnerung darstellt? Welche Momente sind die, die als erstes hochkommen? Es sind die, wo etwas geschenkt wurde. Richtig? Das muss nicht unbedingt positiv gewesen sein, aber es ist ja was geschenkt worden. Ganz sicher. Jeder Mensch wird beschenkt in seinem Leben. Mein Vater hat so einen schönen Spruch gehabt und hat gesagt, im Leben kriegst du nichts geschenkt. Ich habe das nie verstanden. Und heute weiß ich, dass es ein riesengroßer Schwachsinn war, den er da erzählt hat. Einfach mal festhalten. Und ich darf auch sagen, ich habe mit dem Bild, was ich von meinen Eltern bekommen, lange zu tun gehabt. So ein Gespräch wie heute Abend, so ein Monolog in der Form hätte ich vor 10, 15 Jahren niemals halten können. Wäre überhaupt nicht gegangen. Weil ich gar nicht gewusst hätte, worüber ich da reden soll. Heute weiß ich das. Heute habe ich einen Zugang zu etwas, wo ich sagen kann, es geht um die Impulskraft. Und das ist der Weg zur Quelle. Die Quelle ist nichts anderes als Kommunikation. Und die Quelle schenkt dir ein. Sie schenkt dir ein. Die Quelle ist dein Mundschenk. Sie gibt dir die Information in Form eines Fließens. Deswegen schenkst du ein. Es ist das Symbol dafür. Wenn du das nächste Mal ein Glas Wasser hast und du schenkst ein, schenkt dir was. Ganz einfach.
Dieses Würdigen ist die zweite Stufe. Etwas, was wir verlernen mussten. Etwas, was man nicht will. Etwas, was man in irgendeiner Form, ja, nicht gerne sieht. Geh mal aufs Finanzamt und red mal mit diesen Menschen dort. Du kommst aus deiner Welt, deiner Arbeitswelt, du hast gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und die erzählen dir irgendwas von, ja, da ist noch was offen, da ist das, da ist das, da ist das, da ist das. Da kommt keine Würdigung. Nichts kommt da. Oder aufs Einwohnermeldeamt. Oder auf irgendeine öffentliche Stelle. Der Staat kann nicht würdigen, weil er dieses Herz, was man dazu braucht, nicht hat. Und deswegen kann es keine Zukunft haben. Ganz einfach. Würdigen ist etwas, das muss ein Mensch tun. Würdigen ist etwas, das musst du tun mit deiner Lebenskraft, die du zur Verfügung hast. Und es ist völlig egal, wie es in deinem Leben gerade läuft. Du hast die Dinge geschenkt bekommen und du solltest sie würdigen. Und egal, was es ist, das Würdigen macht dich zu dem oder führt dich zu dem Punkt, wo du einsiehst, dass dieses Geschenk dazu da ist, dass etwas an Informationen zu dir kommen soll, dass etwas an Erfahrung zu dir kommen soll, dass etwas an Information zu dir kommen soll. Das Würdigen ist das Wichtigste. Es ist wichtiger als das Schenken, weil geschenkt wird sowieso. Und die Aufgabe, die du hast, ist, diese Einzigartigkeit, die du mitbringst, von vornherein genauso so zu verstehen. Dass das Würdigen in irgendeiner Form schon damit anfängt, wenn du morgens in den Spiegel guckst. Und ich meine das jetzt nicht so, wie es Atze Schröder schon gemacht hat, dass er in den Spiegel guckt und sagt, verdammt, bin ich ein geiles Stück DNA. Das meine ich nicht. Sondern ich meine, dass du dich anguckst und einfach sagst, da bist du. Das ist dein Leben. Deins. Deins. Es ist dein Leben. Und dein Empfänger ist da drin. Dein Empfänger. Ich habe auch den Eindruck gehabt an diesem Moment um 4:14 Uhr, dass das, was da kam, nicht aus meinen Gedanken kam. Es war fast, als würde sich das Herz in einer Form öffnen, dass wie so eine Art Bild von unten kommt. Versteht ihr, was ich meine? Es kam irgendwie von unten, also aus der Ecke hier, mit diesem Flüsterton dazu. So ganz leise und so unscheinbar. Diese Sekunde dazwischen. Und das ist das beste Geschenk, was du je gekriegt hast, weil es so klein ist. Ich habe auf der Volition einen Vortrag gehalten über das Träumen, über die Eins, die 1-4. Ich habe über die Halle gesprochen, über Wahrheit und Tod. Wahrheit hat den Wert 441 und Tod hat den Wert 440. Das heißt, wenn du von der Wahrheit eins wegnimmst, bist du beim Tod. Und das ist das, was in dir genau diese Momente schafft. Es ist nicht viel, aber es ist alles. Es ist all das, was dich zu dem macht, was du bist. Und deswegen sind diese kleinen Geschenke, wie sagt man so schön, kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Diese Kleinigkeiten, diese minimalen Dinge, dieses kleine Ding, dieser kleine Gedanke, der da, der verdient die größte Würdigung. Weil im Kleinen kommt die Wahrheit. Ganz einfach. Also, fangt an zu schenken und fangt an zu würdigen. Und schon wird alles viel, viel leichter. Es ist jeden Tag Weihnachten. Jeden Tag. Nicht mit großem Baum, sondern mit so einem kleinen, so einem ganz kleinen, der irgendwie da drin irgendwie so plötzlich anfängt zu leuchten. Ja, vielleicht sogar nach Zimt riecht, könnte ja sein. Wahrscheinlich. Wieso auch nicht? Warum nicht dieser Kreativität mal die Chance geben zu sagen, naja, ich habe gerade ein Geschenk bekommen. Ich hatte vor kurzem wieder mal ein Déjà-vu, da habe ich auch gesagt, das ist ein Geschenk, ich kriege das einfach. Wo, warum kriege ich das? Warum habe ich mein Leben lang, seit ich 6, 7 Jahre alt bin, jahrelang, wochenlang, monatelang, tagelang teilweise solche Erlebnisse? Warum kriege ich das? Warum? Und warum in dieser Menge, dieser Intensität? Am Anfang hatte ich Angst davor.
Ich weiß das als kleiner Bub, da bin ich dachte, um Gottes Willen, was ist jetzt los? Ich kann das überhaupt nicht einordnen, was gerade passiert. Das war ein richtiger Schreckmoment. Ich war hellwach, wusste gar nicht mehr, was links, rechts, oben, unten ist. Ich war bloß noch da. Und habe mich nicht mehr bewegt. Im Laufe der Zeit würdigt man. Man fängt an zu würdigen. Und das Würdigen ist tatsächlich etwas, wo man sagen kann, da schwingt eine ganz andere Energie mit. Würdige dich selbst doch mal. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Genau. Ganz genau. Das ist absolut richtig, was da steht. Absolut richtig. Aber es ist etwas, das hat was mit dir zu tun. Weil natürlich ist deine Würde nicht antastbar. Die musst du dir selber ja geben. Die kann dir kein Äußerer geben. Du musst das machen. Das ist dein Job. Weil wenn du das Geschenk kriegst, dann musst du es auch würdigen. Sonst macht das keinen Sinn. Sonst macht es keinen Sinn. Und das wird nicht gemacht, weil dem da oben oder dem da drin in der Natur oder in der Schöpfung oder sonst wo gerade langweilig ist. Nein. Ich glaube, dass es eine Kraft ist, die genau das will. Sie will, dass du im Ausgleich, in der Harmonie bist. Und genau deswegen kriegst du immer dann, wenn etwas disharmonisch werden könnte, genau die Information. Und immer genau zum richtigen Zeitpunkt. Immer genau zum richtigen Zeitpunkt. Da gibt es kein Falsch, aber auch kein Richtig. Es ist einfach. Und diesen Kanal, diesen Kommunikationskanal, der zwischen dir und der Schöpfung besteht, den gilt es zu würdigen. Und nicht einfordern, wirken lassen. Geschenke fordert man nicht, man bekommt sie. Und sie kommen irgendwann und irgendwann eben nicht. Stell dir das mal vor, du bist jeden Tag unterwegs, bist bei deinem Partner oder bei deiner Partnerin und sagst, hey, ich habe heute noch gar kein Geschenk gekriegt von dir, was ist los mit dir? Würdest du doch nicht machen. Sag mal, ja? Liebst du mich nicht mehr? Macht kein Mensch. Wir machen vielleicht schon welche, aber. Ein Geschenk bekommst du. Ein Geschenk forderst du nicht. Und wenn du es bekommst, oder anders, sei immer drauf gefasst, du könntest ja eins kriegen. So rum, mach Schuh draus. Es könnte jede Sekunde passieren, dass du ein Geschenk bekommst. Also stell dich darauf ein, dass immer dann, wenn du eins kriegst, egal wie es kommt, dass die Würdigung dessen, was du bekommst, in jedem Fall von dir gewährleistet wird. Und nicht nur das im Außen, auch das im Innen. Das Innere ist viel, viel wichtiger. Wenn du das nicht würdigst, wirst du keine Würdigung von außen kriegen. Ganz einfach. Schenken. Das Geschenk. Ist schon wieder eine Stunde gequatscht. Es ist der Hammer, ehrlich. Gut. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich für euer Geschenk, nämlich eure Aufmerksamkeit für diese knappe Stunde, die wir jetzt gemacht haben. Und ich würdige das an dieser Stelle. Es ist nicht selbstverständlich, sich eine Stunde Zeit zu nehmen. Und in diesem Sinne, meinen Dank und in 14 Tagen an der Lateinerbrücke werden wir genau dieses Geschenk machen. Wir werden Frieden schenken. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Wer noch mitgehen will, ich glaube, wir haben noch 3, 4 Plätze frei, schreibt uns an, springt mit auf den Zug drauf, wo wir noch
noch nicht fortgefahren sind, sagen wir es mal so. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Geschenkt Danke dir auch.